Die Ereignisse in Barcelona und in Cambrils lassen uns erneut fassungslos und bestürzt, traurig und wütend zugleich sein. Dieser feige Anschlag und die hemmungslose Mordbrennerei, mit der offensichtlich wieder die Terroristen des Islamischen Staates zugeschlagen haben und unschuldige Menschen ermordet haben, verletzt haben, Familien von einer Sekunde auf die andere in unendliches Leid gestürzt haben, werden uns nicht davon abbringen, dass wir an unserer offenen Lebensweise festhalten. Man muss ihnen die Botschaft schicken, ihr werdet nicht gewinnen. Wir werden die tolerante, offene und der Lebensfreude zugewandte Gesellschaft, die ja in Barcelona getroffen worden ist, wir werden die aufrechterhalten und um eine Schweigeminute den Männern und Frauen, die um ihre Angehörigen trauern, die Kinder, die um ihre Eltern trauern, den Opfern, die mit ihrem Leben ringen, senden wir hier von Berlin aus unser Gefühl der Anteilnahme, der Solidarität, unser Mitgefühl vor allen Dingen für die Familien, die Tote zu beklagen haben. Ich habe heute Morgen in dieser Situation mit Angela Merkel telefoniert. Wir haben für den heutigen Tag vereinbart, dass wir unsere Wahlkampfaktivitäten einschränken, dass wir auf Musik verzichten, um ein Zeichen der Solidarität auch zu setzen mit den betroffenen Menschen in Spanien. Frau Merkel und ich waren uns auch heute Morgen absolut einig darin, dass auch in einem Wahlkampf wie dem, den wir jetzt haben, es ganz klar ist, dass es über alles politisch Trennende hinaus einen gemeinsamen Willen gibt, dem Terror keinen Platz zu lassen und sich ihm mit der Verteidigung der offenen und toleranten Gesellschaft in den Weg zu stellen. An einem Tag wie dem heutigen ist auch in einem Wahlkampf, in einer politischen Auseinandersetzung wichtig, dass die Demokraten ein klares Signal der Geschlossenheit geben.